Herzen, Bomben. Da drüben ist anscheinend ein Shortcut. Jetzt lass es doch mal. Link, greif ihn doch mal an, wenn ich da schwinge. Und lass ihn hier dann nicht direkt sich an dich dran heften. Meine Fresse, ey. Fuck das ab. Ups. Okay, einen Hit hält er aber aus. Ist hier irgendwo ein Kristall? Was ist das denn? Ich glaube, es ist der erste anspruchsvollere Dungeon. Aber gut. Kindergarten ist halt jetzt vorbei. Sollten wir aber auch zufrieden mit sein. Warum habe ich das Gefühl, dass wir hier nicht weiterkommen? Schwach. Ganz, ganz schwach. Wenn ihr es unloaden wollt, dann macht da doch wenigstens die Animation so, dass er sich irgendwie in den Sand reingräbt. Anstatt dass der einfach verschwindet. Weißt du? Muss ich hier vielleicht erst weiter? Den auch noch. Moment mal. Schade. Ich hätte mir auch denken können, dass hier was hinter der Wand ist. Oder steht hier irgendein Ding auf einem Schalter? Auch nicht. Das kann es doch nicht sein, Alter. Da habe ich doch schon einen Schlüssel bekommen. Nein. Ich schaue mich mal mit dem Käfer um. Okay, ich sehe jetzt hier nichts. Ich muss doch hier oben irgendwie weiterkommen, oder nicht?
Mann, die... Ah, Moment mal. Oben vielleicht ein Kristall? Nein, okay. Gott, ich bin zu blöd gerade. So, den haben wir wenigstens erlöst. Von schlechten Rein- und Raus-Rendern. Das gerade nicht. Ja, super. Die Kisten lassen sich doch nicht zerstören. Oder doch? Oder doch? Ernsthaft? Ja, okay, dann ist das hier doch kein Shortcut. Sondern da oben ist der Shortcut. Ich wusste noch, ich hatte noch im Kopf, hier gab es irgendwo einen Shortcut mit Kisten. Und ich dachte, das wäre da. Und da ist er. Der kleine Schlüssel. So, haut ab. Wunderschön. Herzchen. Und ja, da oben können wir, wie gesagt, nicht lang. Das ist ein Shortcut. Oh Mann, ey. Dass ich jetzt schon wieder so lange gehangen habe, ne? Uff. Ja gut. Ja gut. Jetzt kommen wir zumindest hier lang. Denn ekliges. Oh, holy shit. Alles klar, Alter. Nee, Mann. Tschüss. Kann ich nicht die Leiter hochsprinten? Dann halt so. Und das ist sowieso ein Shortcut. Damit haben sie es aber in diesem Dungeon auch, ne? Diesen komischen Weirdo-Shortcuts. Da würde ich jetzt nicht unbedingt hergehen wollen. Da habe ich eine andere Wahl. Schaut nicht so aus. Moment mal.
Okay. Ah, da oben ist ein Kristall. Ich glaube zwar nicht, dass für den die Bombe ist. Nein. Bin da noch gar nicht dran. Komm, droppen wir die mal auf den. Schauen wir mal, was hier los ist. Das ist echt ein ziemlich komplexer Dungeon. Na gut, nicht gerade komplex, aber er verlangt halt Lösungen, worauf man im ersten Moment gar nicht kommt. Ich kann da doch nicht einfach rübersprinten. Hier könnte ich hochklettern. Kann ich denn da drüben irgendwie hinkommen? Vielleicht. Ich glaube, es ist nicht so gewollt. Gewollt ist, denke ich mal, dass man da diesen Zeitkristall auslöst. Nur wie? Okay, der müsste eigentlich getroffen haben. So geht das mal nicht so, denke ich. Nehmt mal was da drüben. Das ist immer noch die kleine Truhe, die ich eben gesehen habe. Gut, aber ich dachte gerade, da könnte man das irgendwie aktivieren. Dass da dann irgendwie der Käfig aufgeht. Was auch immer. Oder muss man da einfach nur mit dem Bombenkäfer gegenfliegen, gegen den Käfig? Nein. Das hat nicht gezählt. Och Mann, ey, ich weiß es nicht. Ich kann es halt nur mal probieren. Geht immer noch nicht. Kann es sein, dass es doch kein Shortcut ist und man muss diese hässliche Kiste einfach wegspringen wieder. Scheiße. Was mir ist das so blöd. Das geht nicht. Super. Oh Mann! Nimm dir diese scheiß Bombe. Ja. Das ist kein Shortcut. Man kann die scheiß Kiste einfach wegsprengen. Oh, der Dungeon ist ziemlich komplex. Oh, es ist ein Spiel, was für Kinder gemacht wurde. Ich bin zu blöd, um das zu
um das zu lösen, das Rätsel. So ein Scheißdreck. Jetzt Flieg und Sieg. Zack. Und diese Drecksdinger habe ich gar nicht vermisst. Absolut nicht vermisst. Ach, Moment. Jo, so ging's. Zack. Okay. Ja doch, aber es sind coole Gegner. Können zwar nervig sein, aber man kann sie eigentlich auch echt leicht besiegen. Wenn man da runterspringt, dann muss man ja eigentlich wieder hochkommen, ne? Ja, und zwar über die Leiter dort. Okay. Aber ich denke, da kommen wir erstmal nicht weiter da drüben. Deswegen werde ich hierher gehen. Und das so abtimen, dass ich hier die Beere einsammle. Warum auch immer hier diese Ausdauerbeeren produziert werden. Moment mal, da oben war die kleine Schatztruhe, richtig? Können wir die irgendwie schon bekommen? Aua. Hexau. Okay. Nö. Vielleicht müssen wir alle Wächter besiegen. Kann das vielleicht sein? Probier's einfach mal. Ich probier's einfach. Und wenn es nicht funktioniert, dann ist auch egal. Dann sind sie zumindest weg. Wir haben schon 863 Rubine. Schön. Finde ich nice. Dann können wir demnächst mal wieder fett was einkaufen gehen. Ich weiß nur noch nicht was. Es gibt ja diese Medaillons und dann gibt es ja noch die Taschen. Weiß noch nicht, was ich nehmen soll. Komm schon. So. Und hier ist sogar so ein... Aua. So ein großer. Der allerdings auch kein großes Problem darstellt. Okay. Sind alle kaputt gemacht. Und das öffnet auf jeden Fall nicht den Raum mit der kleinen Truhe. Schade. Dann frage ich mich allerdings, was ihn öffnet. Werden wir später wahrscheinlich noch herausfinden. Erstmal gehen wir weiter. Okay. Gerade überlegt, direkt die Bomben zu benutzen. Ich denke, ich lasse es erstmal sein. Ah, es geht doch, die Leitern hoch zu sprinten. Nur ich war gerade zu blöd dafür. Okay. Nice. Okay, wunderbar. Geil, dass mal was funktioniert, was ich mache. Was ich
überlege. Ah ja, okay, aber wir müssen sowieso runter. Früher oder später. Ja, wunderbar, hat ganz gut geklappt. So. Hä? Einfach geplatzt. Oh, und hier können wir einen Shortcut erschaffen. Ja, wunderbar. Nein, hau ab. Okay. Kriegen wir die Dungeon-Karte? Nein. Einen goldenen Schmuckschädel. Boah, ey, wie lang... Ups. Wie lang ist denn dieser Dungeon? Ach, da kommen immer die Dinger raus. Hm. Na gut. Aber jetzt mal ernsthaft, wie lang ist der Dungeon? Wenn wir... jetzt noch nicht die Dungeon-Karte bekommen. Komm, machen wir es mal so weg. So. Und hoch da. Oh, okay. Mich beschleicht das Gefühl, dass wir sehr nah am Item dran sind. Oder an der Dungeon-Karte. Die Dungeon-Karte wäre mir lieber. Um ehrlich zu sein. Dreck, ey, das kann es doch nicht sein. Wieder hoch, Link. Andererseits muss ich da auch gar nicht lang. Ich glaube, das ist nur Bonus. Wahrscheinlich auch ein richtig beschissener Bonus. Also gehen wir hier lang. Und ich glaube, hier ist es. Das Dungeon-Item, der magische Krug. Diesem uralten und mysteriösen Artefakt entströmt starker Wind. Mega nice. Dann müssen wir mal schauen. War hier das so hinkommen, das zu werfen? Ja, gut. Dann müssen wir nämlich nicht diesen Heslon da voranholen. Und ja, stimmt. Okay, okay, okay. Mit dem Dingen könnten wir eigentlich theoretisch auch diese Kugelfische wegposten. Und ich finde es schade. Ich glaube, das war schon damals so oder das ist generell so. Ich denke nicht, dass es, dass ich gerade einfach nur Pech habe. Dass nicht öfter irgendwelche Items in den Sandbergen drin sind. So Rubine oder Herzen, was auch immer. Ich glaube, das war damals auch schon so, dass da nur selten was rausgekommen ist. Ich glaube, jetzt hatte ich einfach nur Glück.
Ja, aber ich finde, sollte öfters, noch öfter was drin sein. Man muss das scheiß Item equippen. Und es ist so widerlich zu handhaben einfach nur. Ist zwar eine echt coole Idee, aber dann diese kleinen Secrets oder ja diese kleinen Goodies da, diese kleinen Hügel. Ach man! Dann würde ich da in die Hügel einfach öfter was reinpacken. Gerne auch mal öfter einen 5er oder vielleicht seltener auch mal einen 20er Rubin. So, weg mit dem. Dass die auch so oft respawnen, das fuckt mega ab. So. Weg mit dir. Da werde ich jetzt nicht runterjumpen, nur um da zu schauen, was drin ist. Habe ich jetzt keinen Bock drauf. Aber hier kann ich nochmal schauen. Ein 5er Rubin, der instant runterfliegt. Tschüss. Kein Bock, dir hinterher zu springen. So. Alles klar. Oh. Aber den gönne ich mir. Ein Bernsteinhalbmond. Schön. Und nochmal ein Herz. Und damit können wir jetzt hier durch. Und auch mal ein bisschen weiter gelangen. Im Dungeon. So. Ach, hier ist der Shortcut. Okay. Hallo? Ach so, wir müssen das hier entschieden. Na gut. Oh, wir kriegen ein Herz. Jawohl. Wäre blöd gewesen, wenn es runtergefallen wäre, aber ist es ja nicht. Alles gut. Zack. Oh, Moment. Damit sind wir wieder voll. Mega nice. Tschüss, Dreckschleim, der nur auf Eier geht. Ich glaube, wir müssen hier durch, oder? Kann das sein? Ich glaube, wir müssen wieder zurück. Da dann irgendwas machen. Und... Ach ja, Moment. Hier. Hier war ja dieser... Dieser Klotz in Erde vergraben. Oder im Sand vergraben, besser gesagt. Da drüben ist ein Schalter. Na, komm. Wunderbar. Hier rechts war das, ne? Jawohl. Wer sich hier fragt, warum ich mich gerade komisch fortbewege, versuche nebenbei was zu machen. Zum Trinken vorbereiten. Hätte ich vielleicht vor der Aufnahme machen sollen, aber... Aufnahme läuft jetzt schon, keine Ahnung, 2,5 Stunden oder so und ich kann ja auch nicht in die Zukunft schauen.
So. So. Wunderbar. Okay, gerade ist es wieder simpler geworden. Okay, den haben wir an eine Wand gepostet. Aber gegen simpler habe ich nichts. Gerade wo, gerade unter der Bewandtnis, dass ich ebenso hart rumgefailt habe. Hat man's gehört? Flasche. Der Raum sieht mega sick aus. Okay, lass nochmal. Hallo. Lass nochmal schauen, wie er vorher aussah. Ah, okay, sehr interessant, sehr interessant. Und man bemerkt auch, die Animation wurde, oder dieser Übergang wurde drastisch verkürzt. Also wenn man das erste Mal betätigt, dann läuft die Animation länger und beim zweiten, dritten, vierten Mal, was auch immer, dauert das Ganze dann nicht mehr so lang. So, ich bin jetzt aber auch fertig. Sorry dafür, musste mal kurz sein. Irgendwann kriegt man dann nämlich so ein Pappmaul, wenn man die ganze Zeit am Reden ist. So, hier kommt. Ja, der Droplink. Ja, okay, was machen wir, wenn das so weit entfernt ist? Gibt es dann so einen Mechanismus, den man betätigen kann, damit das Ding wieder zurückkommt? Und ein weiteres Monsterhorn. Finde ich nice. Gerade da wir erst eins davon haben und das auch nur aus einer Truhe, ne? Moment. Ich glaube, wir kommen hier weiter. So. Ja. Hast du gut gemacht, Link. Ganz toll. Gut. Auch nicht sonderlich kompliziert aus. Auch das Dingen hier rüberholen. Und dann damit wieder zurückreiten. So. Jetzt bin ich nochmal gespannt, wie lange die Reise hier noch geht mit dem Dungeon. Ja, ganz krasses Geheimnis. Haben wir ja nicht schon mal gemacht. Aber es sieht so aus, als würde das hier noch etwas länger brauchen mit dem Dungeon. Ich hab doch so diagonal geschlagen. Hallo. Ja, super. Wegen dieser hässlichen Statue konnte ich das jetzt nicht. Okay, okay. Da haben wir ihn. Sammeln wir den roten hier auf. Und der droppt auch wieder einen roten.
Mega nice. Oh, Moment. Wir können gar keine Rubine mehr aufnehmen. Alles klar, dann müssen wir anscheinend wieder zu Terry, um uns eine größere Rubinentasche zu holen. Aber alles zu seiner Zeit. Ich werde jetzt nicht aus dem Dungeon gehen, nur mir eine größere Rubinentasche zu holen, wenn ich mal Rubine brauchen sollte im Laufe des Abenteuers. Dann werde ich mir das schon noch erfarmen können. So. Schon wieder so ein Drecksvieh im Sand, ne? Kann's doch nicht sein. Wie kommen wir hier ran? Ist hier ein Schalter drunter? Nö, aber ein Herz nehme ich auch. Ist da vielleicht irgendwas? Ja, ein Kristall. Ich wollte es gerade sagen. Wunderschön. Wunderschön. Oh nein, die Dinger. Da drüben. Oh, Bernstein. Bernsteinhalbmond. Ich frage mich, wofür wir so viele Bernsteinhalbmonde benötigen. Er hat schon 19 Stück. Oh, Moment. Zack. Nein, das tust du, Link. Aua. Aua. Okay. Down. Alles klar. Okay, wir kriegen noch mehr Herzen. Wunderschön. Und wir kommen da an die Truhe ran. Endlich die Dungeon-Karte, bitte. Endlich die Dungeon-Karte. Sehr schön. Oh, und wir haben nicht großartig was verpasst in den vorherigen Räumen. Nur in dem einen Raum eine Kiste. Nur ich glaube, an die konnten wir noch nicht rankommen. So, wir sind hier. Der Ort, von dem ich dachte, dass wir hier schon viel früher weiterkommen, aber nur. Warum sollten wir? Lass doch einfach den Weg hintenrum nehmen. Lass einfach einen kompletten Umweg machen. Weißt du? So. Da gibt's die Kiste. Ach so, das war diese kleine Truhe, ne? Von der ich immer noch nicht weiß, wie wir rankommen sollen. Ich schaue lieber mal. Weil ich glaube nicht, dass man die später bekommt, sondern dass man die jetzt schon bekommen kann. Bin ich falsch? Nein. Hier links, oder? Ja. Sehr schön. Ah ja, okay.
So. Und so. Können wir das bitte mit der Schleuder machen? Mann. Brauche unbedingt einen Upgrade für den Käfer. Unbedingt. Ja. Ganz krasses Secret. Und da oben, wie kommen wir da denn rein, Mensch? Und mal, es leuchtet so. Das was zu sagen? Bestimmt. Scheiße! Nein. Ach, Mann. Ja, komm, dann hau halt ab. So, los geht's. Jetzt. Rein. Auf der Karte ist auch nichts markiert. Ja, ich bin dumm. Eben noch diesen dummen Schalter gesehen. Also vorhin. Was auch immer. Dachte mir so, ja, komm, den werden wir direkt aktivieren. Wenn wir die Chance dazu haben. Und? Das tue ich nicht. Den hässlichen... Nein, du Drecksau, Alter. Ach. Was tue ich nicht? Klar, den Schalter aktivieren, sobald ich die Möglichkeit dazu habe. Typisch. Ist mal wieder typisch. So. Jetzt aber. Ein roter Rubin. Können wir zwar nicht aufnehmen, aber dann haben wir den Dungeon wenigstens so als 100% abgeschlossen. Und hier können wir jetzt den quasi Shortcut-Weg benutzen. Hoffe ich. Ja. Also ich finde in Zelda-Spielen immer echt gut, dass daran so gedacht wird, dass man, wenn man von der anderen Seite kommt, dass man keinen Bock hat. Oder von einer bestimmten Seite kommt, dass man keinen Bock hat, diesen scheiß Raum da mit seinen dummen Rätseln nochmal abzuschließen. Sonst müsste man das halt so machen, dass es irgendeinen Mechanismus gibt, der die Fallen deaktiviert. Dass man so dann einen Shortcut erschaffen kann. So. Das Viertelherz nehmen wir mit. Ich vergesse immer, dass man direkt zweimal schlagen muss. Idiot. So, hier ist nichts, ne? Nein. Und sonst?
Ah ja. Okay, warum ist das markiert auf der Karte? Hat uns das der Roboter auch markiert? Oder wie? Kein Plan, aber es ist markiert. Seien wir damit zufrieden. Und da geht's nicht weiter. Sondern hier. Den Rubin nehmen wir mit. Ach! Kann ich ja sowieso nicht. Idiot. Ist ja sowieso voll. Die Börse. So. Was ist hier drin? Wird nichts Wichtiges mehr sein. Ein goldener Schmuckschädel. Wie viele haben wir? 6 Stück. 2 mehr als von den normalen Schmuckschädeln. Also, man sollte die Drop-Rate, die Drop-Rate vor allem, Drop-Rate, oder im allerhöchsten Fall die Drop-Rate, okay, die Drop-Rate von der, von normalen Schädeln vielleicht etwas erhöhen. So. Ah, okay. Wir hätten da so sogar hergemusst. Was gibt's da drüben? Gar nichts mehr? Nö, gar nichts mehr. So, tschüss. da gibt's keine Truhe, also werden wir das erstmal sein lassen da. Oh, beweg dich doch bitte vernünftig. So. Alles klar. Endlich im nächsten Raum. Und ganz in der Ecke ist eine Schatztruhe. Aua. Dass wir nicht einfach so durchrennen dürfen. Ja gut, kann ich mir eigentlich in den Arsch stecken, die Rubine, weil ich kann keine mehr mitnehmen. Ja, 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 wunderbar. Da werden wahrscheinlich wieder 20 Rubine drin sein. Aber ich nehme alles mit. Ich möchte das hier nämlich zu 100% abschließen. Wie als Kiddy auch. Da habe ich auch immer alle Schatztruhen geholt. Auch wenn ich da das nicht in meine Geldbörse packen konnte. Ja, 20 Rubine, dachte ich mir schon. Aber wie gesagt, das ist uns egal. Okay, wird es irgendwo einen Schalter geben. Oh, okay. Das war interessant. Ja gut, hier gibt es noch so Sandhaufen. Die haben anscheinend nichts zu sagen.
Okay. Da ist er. Sehr schön. Und das hier ist jetzt der vorletzte Raum, Abschnitt, was auch immer. Ja, da ist dann noch eine Truhe und da, also wir sind fast am Ende. So. Hä? Das Ding ist schon runtergezogen. Was zum Teufel? Zum... Oh. Hä? Moment mal, was hat er bewirkt? Halt weiter. Hallo? Oder wurde der zurückgerufen, der Wagen? Ah, okay, das ist anscheinend zum Zurückrufen des Wagens. Alles klar. Sehr schön. Und hier kann man, glaube ich, die Tür öffnen. Was gibt's hier oben? Oh, da drüben ist eine Vogelstatue. Hier können wir mal kurz speichern. So können wir uns Herzen gönnen. Leider kein Glibber. Aber, wie gesagt, hier gibt es eine Vogelstatue. Da werden wir jetzt speichern. Und dann geht es auch direkt weiter. Ich finde es ein bisschen ätzend, dass so lange dass so lange dauert, um da alles klar. Haha. Um da das Dingen hochzuziehen. So, weiter geht's. Fragt euch wahrscheinlich so, warum rennt er denn immer da zu den Rubinen? Ja, in manchen Situationen ist es einfach scheißegal, was wir gerade machen. Und ich finde es einfach nur unfassbar befriedigend, diese Rubine einzusammeln. Weil die dann so ein nettes Geräusch von sich geben. Klar. Das ist offen. Oh, und jetzt geht's hier drüben weiter. Das ist clever gemacht. Tschüss. Das ist sehr clever gemacht. Erstmal einen Shortcut erschaffen und dann direkt an der Stelle weitermachen können.
Au. Ja, okay. Da hast du dann anscheinend der nächste Shortcut. Und ja, da bin ich mir jetzt sicher, dass das ein Shortcut ist, weil das ist ja so eine Metallbox. Und nicht so eine, so eine Holzbox. So. Tschüss. Ah. Komm, mach hin. Dachte ich mir nämlich schon, dass es knapp werden könnte, wenn man sich hier Zeit lässt. Also habe ich direkt damit begonnen. Ja, okay. Super. Gut. Jetzt fährt's zurück. Das könnte es allerdings auch gerne etwas schneller machen. Wollte zwar schon früher springen, aber ich hatte keinen Bock, dann da runter zu fallen und dass ich dann da irgendwie an einer dummen Stelle resettet werde. Dass man nochmal mega lange warten muss, einfach nur. Scheiß drauf. So. Oh, und wir kriegen eine weitere Monsterklaue. Ich weiß zwar nicht mal, wofür wir die benötigen, aber ich meine, die brauchen wir. Kriegen wir noch eine? Nö. Okay. Ja gut, das bringt uns erstmal nicht weiter. Aber da drüben kommen wir auf jeden Fall noch weiter. Also gehen wir da einfach erstmal her. Ah, Moment. Den nehme ich mir mit. Und wir kehren zurück in die Vergangenheit, wie sich das anhört.